Leere Straßen in Nürnberg, ihr seht selbst. Das Virus hat unseren Alltag fest im Griff. Neben der Angst um die eigene Gesundheit wachsen bei vielen Menschen die Geldsorgen. Wovon leben, wenn die Kunden wegbleiben? Die nächste Miete aber bezahlt werden muss. Das Kurzarbeitergeld reicht vorne und hinten nicht. Viele Selbstständige stehen nicht nur vor dem privaten, sondern auch vor dem unternehmerischen Ruin. Wir sind heute zu Gast beim Friseursalon P1 bei Peter Wagner. Peter, als allererstes, Wahnsinnsausstattung dieser Laden. Retro ohne Ende, lauter Schmuckstücke. Wie kam es denn dazu? Danke erstmal. Ich stehe mehr so auf ältere Sachen. Ich finde von der Einrichtung her, wenn man es elegant einrichtet, das kann jeder. Und ich finde sowas, das spricht die Leute hier in Gossenhof auch mehr an. Und ich finde es einfach von meinem Style her so, wenn mehr den Berliner Style, das fällt mir sozusagen. Jetzt haben wir in Zeiten von Corona die Ausgangssperre. Viele Leute dürfen nicht arbeiten oder müssen schließen. Unter anderem betrifft es ja auch deinen Friseursalon. Ja. Wie hast du davon erfahren oder wie ging es dir dabei, als du schließen musstest? Also man hat es ja schon 2 Wochen vorher mal mitbekommen. Die haben ja schon vorher andere Läden geschlossen. Und da hat man schon gedacht, dass das irgendwann auch auf uns zutrifft. Weil ich fand es auf eine Art fand ich auch ein bisschen lächerlich, wie der Söder gesagt hat, dass man 1,5 Meter Abstand halten soll vom Kunden. Aber das kann man ja im Friseurgeschäft kann man das eigentlich gar nicht einhalten. Da hat man eigentlich schon mit gerechnet. Und dann kam ja dann vor einer Woche, am Freitag kam es ja dann dazu, dass wir jetzt alle Salons auch schließen müssen und Kleinbetriebe. Und genau, muss man auch mit schließen. Wie haben deine Mitarbeiter darauf reagiert? Also die Mitarbeiter, es gab auch Mitarbeiter, die wo vorher schon gar nicht mehr eigentlich kommen wollten. Weil man sich, na klar, weil es auf eine Art auch lächerlich ist, wenn alle Läden zumachen und im Friseurgeschäft ist man ja sehr nah am Kunden. Die sind aber trotzdem gekommen zu mir und waren alle hinter dem Laden P1 gestanden. Aber es sind auf eine Art 50% und 50% sind sehr glücklich, dass eigentlich wirklich jetzt für 2 Wochen mal die Ausgangssperre ist. Und die anderen würden auch wieder gern arbeiten. Das ist ganz klar, weil das wird jetzt für die Kleinbetriebe, würde ich jetzt sagen, und für die mittelständigen Betriebe, wird das jetzt auf längere Zeit wirklich eine harte Zeit. Ist jetzt schon eine harte Zeit und es wird auch noch eine harte Zeit, weil ich gehe davon aus, dass das auch noch bis zum 20.04. so weitergeht. Und ich bin auch gespannt, dass jeder halt seinen Zuschuss bekommt, wie es der Herr Söder gesagt hat. Und dass jetzt wirklich mal die Politik auch für die kleinen Betriebe da sind, sowie auch für die mittelständigen Betriebe. Weil in der meisten Zeit unterstützen sie eigentlich immer nur die Großbetriebe. Und die zahlen eigentlich am wenigsten Steuern, sage ich jetzt mal in Deutschland. Weil so die Kleinbetriebe und mittelständigen Betriebe, die halten eigentlich Deutschland am Laufen. Und man muss jetzt abwarten, wie es danach dann weitergeht, weil es ganz klar, wenn es dann auch wieder zu laufen beginnt, und aber manche haben jetzt einen Ausfall oder mussten in Kurzarbeit gehen, wird für die natürlich auch schwer, die überlegen sich dann auch, gehe ich jetzt mir Klamotten kaufen oder gehe ich lieber erst 4 Wochen später zum Friseur, wenn alles wieder offen ist, davon gehe ich jetzt mal aus. Dann gibt es wieder diejenigen, die wo na klar unbedingt kommen müssen, weil der Pelz wächst, muss man absehen. Das Schlimme an der ganzen Sache ist das Ungewisse, würde ich jetzt mal sagen. Wie gestaltest du im Moment deine, ich will jetzt nicht sagen Freizeit, deine Zwangsfreizeit? Also ich habe noch den Vorteil, ich wohne noch am Landkreis in Fürth, außerhalb, Stadtrand kann man so sagen. Ich habe 3 Kinder. Die Zeit ist natürlich auch manchmal schwer, daheim mit der Familie. Aber das Schöne, was mir aufgefallen ist, auch an den Leuten jetzt, wo man eigentlich Abstand halten sollte, die wachsen auch, finde ich, alle wieder ein bisschen zusammen. Ich habe noch nie so viele im Wald, im Stadtwald gesehen, so viele Spaziergänger gesehen, wie es jetzt in den letzten Tagen war. Und ich finde, auch in Mittelfranken halten sich die Leute dann, also speziell bei uns in Fürth und Nürnberg, das halten sich die Leute daran, dass sie wirklich Abstand halten und sich daran halten. Auf jeden Fall. Siehst du in der momentanen Lage oder denkst du schon darüber nach, über Kündigungen, die du eventuell aussprechen musst? Nee, ich habe ein gutes, sehr gutes Verhältnis auch mit meinen Mitarbeitern. Das Problem ist, ich spreche auch für viele Friseure, wir haben auch so eine Gruppe, wo man sich auch austauscht. Also man meldet jetzt na klar auch mal Kurzarbeit an, weil der Friseursalon steht ja jetzt still für 2 Wochen und wir gehen auch davon aus, dass es auf jeden Fall mindestens bis zum 20.04. so weitergeht. Da haben wir einfach aus Sicherheitsgründen für den Mitarbeiter und auch für uns selber als Geschäftsführer schon mal Kurzarbeit für 1-2 Mitarbeiter angemeldet. Wir hoffen na klar, dass sich das schnell löst, das Ganze, die ganze Situation, dass es auch gleich wieder weitergeht. Und wir müssen jetzt einfach schauen, wie es weitergeht und hoffen, dass das alles gut geht. Aber wir sind mit den Mitarbeitern in Verbindung, die fragen ja auch nach, die kriegen es ja auch in der Presse auch alles mit. Ist ja auch alles öffentlich und jetzt hoffen wir halt wirklich mal, dass der Herr Söder
oder die Politik einfach auch die Kleinunternehmer und die mittelständigen Unternehmer einfach auch unterstützt und auch dahinter ist. Weil ich finde auch, das ist auch das Fundament, weil wenn die jetzt wirklich zusammenbrechen, auch der Solo-Arbeiter oder die Ein-Mann-Firma, wenn es den, sagen wir mal, in 2 Monaten nicht mehr gibt und der hat eine Familie und der wollte in Urlaub gehen, dann ist einfach die Wirtschaft geht einfach dann so langsam den Bach runter. Du hast es gerade schon angesprochen, der Staat unterstützt, will unkompliziert unterstützen. Du hast den Antrag auch eingereicht. Ist da schon was passiert? Also ich habe den Antrag am 20. dann auch gleich beantragt. Bis jetzt habe ich noch keine Rückmeldung. Muss aber dazu sagen, ein Kollege von mir, der hat sein Geld bekommen, es waren 5.000 Euro. Der hat es am 17. beantragt und soweit warte ich jetzt einfach noch drauf. Kann man mit diesem Geld als Chef mit Mitarbeitern leben oder ist das mehr wie ein Tropfen auf den heißen Stein? Also es würde überbrücken für 2 bis 3 Wochen, ganz klar. Und ich würde auch sagen, jeder Kleinunternehmer, mittelständischer Unternehmer muss auch sich Rücklagen bilden, dass er für 1 bis 2 Monate einfach über die Runden kommt. Man muss aber auch wiederum für andere sprechen, die wo vielleicht kurz vorher ihr Geld investiert haben, im Salon oder eine neue Einrichtung investiert haben, die haben sich vielleicht 10.000 oder 20.000 Euro auch wirklich als Rücklagen gehabt, was ich auch schon gehört habe, haben es kurz vorher investiert und dann haben sie jetzt doch keine Rücklagen. Und für die, was es dann schon wirklich hat, das Ganze zu überbrücken mit 5.000 Euro, weil das ist im Endeffekt wirklich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn es wirklich 1, 2, 3 Monate geht. Ich persönlich stelle mir es beim Friseur auch jetzt noch wenig so schwer vor. Du hast ja nicht nur deinen Verdienst, sondern auch beim Friseur wird ja viel Trinkgeld gegeben. Genau, das fehlt ja klar auch. Ich denke mal auch für die Mitarbeiter sehe ich das. Das war denen auf jeden Fall auch fehlen. Das einzig Gute an der ganzen Sache, wenn man was Gutes daraus ziehen kann, man ist selber zu Hause, man kann das Geld eigentlich nicht ausgeben. Man sollte einfach mal zur Ruhe kommen. Das ist jetzt das Einzige vom Finanziellen. Man gibt ja nichts aus. Aber das fehlt den Mitarbeitern auf jeden Fall, sehe ich so. Und auch für die Familien zu Hause, ne? Das war eine schwere Zeit. Unterrichtest du deine Kinder zu Hause? Weil die haben ja alle viele Arbeitsblätter bekommen. Das Leben geht ja weiter, die Kinder sollen lernen. Wie findest du das, deine Kinder zu unterrichten? Das Leben geht weiter. Es ist aber auch schwer mit 3 Kindern. Da hupft dann immer der Kleine zwischendrin mit rum. Aber ja, wir machen unsere 1,5 bis 2 Stunden, machen wir jeden Tag. Einmal machen wir Mathe, dann machen wir noch 1/2 Stunde Deutsch. Dann am nächsten Tag fängt man mit 1 Stunde Deutsch an, 1/2 Stunde Mathe. Wir geben unser Bestes und hoffen dann, na klar, dass bis zum 20. wieder die Schulen aufmachen und dass es alles gut geht. Müssen wir schauen. Peter, vielen Dank, dass du für uns Zeit gehabt hast. Wir wünschen dir auf jeden Fall in der Zukunft alles Gute, dass der Laden weiterhin brummt. Ja. Vielen Dank, dass du Zeit gehabt hast. Herzlichen Dank.